Das ist dein Leben. Hier bestimmst du. In diesem Video geht es darum, wie du dich für deinen Erfolg entscheiden kannst. Dieses Video ist inspiriert von Tina Weitzel und los geht's. Bleib bis zum Ende dran, denn Erfolg ist etwas, was wir alle unbedingt brauchen, um das Leben zu leben, was wir uns wünschen. Entweder du willst es oder du willst es eben nicht. Das ist der Unterschied. Ich kann nicht. Gibt es im Prinzip nicht. Wenn du noch ein Ich kann nicht hast, dann hast du irgendwo eine falsche Abzweigung in deinem Leben genommen. Fang an und male dir deine Welt. Sei der Zauberer deines Lebens und deiner Welt. Sei deine Pippi Langstrumpf und mache dir dein Leben so, wie es dir gefällt. Oder bitte andere um Hilfe, dir dabei zu helfen, deine Ziele zu erreichen. Wenn du es selbst nicht hinbekommst, hole dir Hilfe durch einen Lehrer, denn genauso machen das die meisten von uns. Wenn sie selber den Weg nicht sehen, holen sie sich Unterstützung oder sie arbeiten an sich, um Klarheit zu bekommen in dem, was sie wirklich wollen. Sei gut zu dir und packe dein Leben an. Und ja, es kann sein, dass du aus widrigen Umständen kommst, aber tun das nicht andere auch? Ich habe zu früh meinen Vater verloren, bin ein Scheidungskind, bin selbst geschieden, habe Probleme und Schulden geerbt, habe mich als Kind oft alleine gefühlt, hatte Probleme in der Schule und name it. Aber trotzdem habe ich mich in meinem Leben für Erfolg entschieden und bin meinen Weg gegangen. Es ist nie immer alles Zuckerschlecken. Wie du geboren bist, dafür kannst du nichts. Aber wie du stirbst, das kannst du sehr wohl beeinflussen. Wenn du keinen Erfolg hast, dann liegt das am Ende nur an dir. Hast du zum Beispiel noch keine Immobilie gekauft, dann ist das deine Verantwortung. Hast du eine furchtbare Familie, dann gibt es eigentlich nur eine Frage zu beantworten. Warum hast du dich nicht von ihr getrennt und dir deine neue geschaffen, die deinem Wunschbild entspricht? Dir deinen Traumpartner gesucht, dir dein Traumleben aufgebaut? Denn du bist kein Opfer. Mit jeder Entscheidung, die du triffst, gestaltest du dein Leben selber. Und du kannst dich gegen das Leben entscheiden, aber du kannst dich auch für das Leben und auch für Erfolg entscheiden. Lebst du dein eigenes Leben oder vertrödelst du deine Zeit, indem du andere dabei beobachtest oder bewertest oder für eine Zeit einfach vor dem Fernseher vertust? Erfolg ist reine Mindset-Frage. Es ist nicht die Frage des Startes. Es ist eine Frage des Willens und des Tuns. Beim Start oder bei anderen findest du definitiv nie dein Traumleben. Denn dein Traumleben liegt in der Selbstmächtigkeit über dein eigenes Leben. Mit meinem Kanal und Mentorings und den Community-Reisen versuche ich, meinen Beitrag zu leisten, dich ins Tun zu bringen und dich mit anderen zusammenzubringen, die auch ins Tun kommen wollen. Der schlimmste Satz, den ich kenne, ist: Ich kann es nicht. Und dann kommen Argumente dafür, warum du einfach deinen Hintern nicht hochbekommst. Sag doch einfach: Ich will es nicht. Denn das wäre die eigentliche Wahrheit. Oder auch gerne: Ich kann es noch nicht, aber ich will es lernen und brauche Hilfe. Oder: Ich hole mir Hilfe. Oder: Ich entwickle mich selber weiter durch ein tüftelndes Ausprobieren. Ich probiere Dinge im Leben neu aus. Ich versuche mich und versuche, meinen Weg zu finden. Menschen, die sagen: Ich kann das nicht, sind immer im Leid. Das ist nicht der Weg zum Erfolg. Menschen, die sagen: Ich kann das, können Berge versetzen. Und es ist für jeden anderen auch spürbar, wenn jemand sagt: Ich kann das nicht und will auch nicht selber die Verantwortung dafür übernehmen. Und es ist auch für jeden spürbar, wenn jemand dort steht und sagt: Ich kann das. Und genau so musst du die Entscheidung treffen, dass du es eben kannst. Du musst dich hinsetzen und dir Gedanken dazu machen, wie du dein Leben leben willst und wie dein Leben aussehen soll. Und dann tu etwas dafür, damit dein Leben wirklich so ist, wie du es möchtest. Denn du bist der Meister deines Lebens. Also fange an, dir deine Welt zu malen und hole dir die Hilfe dazu, die du brauchst. Starten kann man auch, indem man sich mit Gleichgesinnten trifft oder indem man sich für den eigenen Erfolg
entscheidet. Und man kann auch jederzeit um Hilfe bitten und sagen, Flo, kannst du mir zeigen, wie das mit Immobilien geht? Oder du fragst Leute, die du in deinem Umfeld kennst, die etwas beherrschen, was du auch gern lernen willst und fragst sie einfach, wie geht das? Ich möchte das lernen. Du bist verantwortlich für deine Handlungsstrategien und deine Handlungen und niemand sonst. Fokussierst du dich auf deine schlechte Kindheit oder böse Frau oder Freund oder Partner, fokussierst du dich auf deine Ausreden, aber nicht auf dem Weg zum Erfolg, so wirst du auch niemals Erfolg haben. Niemand ist schuld für dein Leben außer du. Alles, was du bisher gemacht hast, das Ergebnis ist im Prinzip, was du heute vor dir sitzt, das ist das Ergebnis deiner Entscheidungen und dein Tun. Und umso älter du wirst, umso weniger Ausreden hast du im Prinzip, warum du dein Traumleben nicht gelebt hast. Denn ja, für die Geburt und den Ort des Gebotes kannst du nichts, aber für das, was dann passiert, kannst du sehr wohl was. Also nutze die Zeit und designe dein Leben selbst und fange an, es umzusetzen, auch wenn der Berg noch so hoch erscheint. Alles beginnt mit einem ersten Schritt. Ich drücke dich und wünsche dir viel Erfolg auf deinem Weg, denn auch ich muss meinen Weg gehen und mich gegen meine eigenen inneren Geister erwehren und erkennen, dass ich verantwortlich bin für meine eigenen Schritte und auch für die zeitraubenden Wiederholungen in meinem Leben, wo ich eben nicht gelernt habe, wo ich eben nicht zu mir selbst gestanden bin und Entscheidungen getroffen habe, die vielleicht beeinflusst waren von anderen, aber nicht von mir selber. Denn es ist mein Leben und hier bestimme ich und es ist dein Leben und hier bestimmst du. Denn du bist du und ich bin ich und das ist auch gut so. Aber du bist nicht alleine. Wenn ich diese Aussage treffe, dann denke ich nicht, dass du faul bist. Ich denke nicht, dass du dein Hintern nicht hochkriegst, sondern ich will dich ins Tun bringen und dich vom Leid befreien, dir sagen, hey, fokussiere dich nicht auf deine Ausreden, fokussiere dich nicht auf dein Leid, auf dein Schlechtes, sondern fokussiere dich auf deine Ziele und dieses Video ist mein Impuls dazu. Liebe Grüße aus Nürnberg, dein Florian und ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Beste Grüße.